Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, ich hatte gerade ein paar Startschwierigkeiten. Ich hatte schon Angst, ich dürfte heute nicht mehr aufnehmen. Wow, langsam. Aber es scheint zu funktionieren. Warte, es lädt gerade. Ich habe schon versucht, unten in dem Räumchen da alles zum Laden zu bewegen, aber das hat nicht so ganz hingehauen. So, ich hoffe sehr, dass das jetzt besser wird, weil wir wollen abhauen. Anlegestelle, da müssen wir rüber. Herzoger Beles Anlagestelle. So, Ich spiele mit dem Gedanken an einen Theaterbesuch. So. Hüpf, hüpf. Theoretisch müssten wir hier runter dürfen, oder? Puff, puff. Bäh, langsam. Aha, auf jeden Fall. Aha, ich verstehe schon. Tap, 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 tap. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ruck. Aha. Ich glaube, das müsste gehen. Oder warte mal kurz. Lass mal aufladen. So, müsste mal so auch gehen. Jawohl, ja. Perfekt. Megan! Jetzt müssen wir warten. Und dann saufen wir uns einen an, oder? Na, schon leer die Flasche. Ja, dann warten wir halt. Ich glaube, da kommt was. Das da. Das Boot. Ja, schön. Mhm. Das ist die Frage. Rüberschwimmen? Rübergehen, ne? Na, dann würde ich sagen... Oh, ruck. Hau mal hier doch endlich ab, denn wir sind hier fertig. La ra ba ra ba ba da 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 da. Hallo. Das war's? Mhm. Der Niedergang von Kanaka? Von nun an wird der Herzog von besseren Sternen geführt. Zurück zur Dreadful Whale und dann weiter nach Dunwall. Ja, endlich. Um mir den Thron zurückzuholen und meinen Vater zu retten. Sind Sie bereit? Jo, bitte. Auf geht's. Brechen wir auf. Gut, wie Sie wünschen. Es ist so toll, dass sie, warte. Gegner getötet, 4 Stück. Wann denn bitte? Naja, wenigstens sind wir nicht tödlich dafür auf Angriff. Naja, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. 4 Leute sind verstorben, ja, keine Ahnung. Wir haben 2 Gemälde nicht gefunden. Alle Baupläne? Bist du gescheit. Nicht schlecht, da bin ich fast ein bisschen stolz jetzt. Jo, passt. Na, wiederholen tun wir nicht. Fortsetzen. Bitte. So. Ja. Kapitel 9. Dreadful Wall. Triff dich mit Megan Foster und Andon Sokolov, um deine Rückkehr nach Dunwall zu besprechen. Werden wir machen. Ich bin aufgewachsen mit dieser Silhouette, den gedeckten Farben und dem Licht. Wie Dunwall, nur anders. Hab ich mich verändert? Oder sieht alles anders aus, wenn man keine Krone trägt? Welchen großartigen Plan sie auch haben mögen, Delilah. Sie haben mir diesen Ort auf kluge Weise gestohlen. Sie wussten, wen sie bestechen mussten und nahmen mir den stärksten Verbündeten. Meinen Vater. Aber sie kannten mich nicht. Sie sahen nur eine behütete Prinzessin. Sie dachten nicht, dass ich zurückschlage. Sie kennen mich nicht, Delilah. Noch nicht. Ich meine, es ist Delilah halt auch nicht übel zu nehmen eigentlich, ne? Was sie hier tut und getan hat, das, boah.
sag mal, wenn du von so vielen Arschlöchern umgeben bist, dann wirst du wahrscheinlich so. Gar keine Frage, ne? Da ist schon die große Kunst, nicht so zu werden. Ui, halt. Na, warte mal. Münzen wollte ich haben. Danke. Pistolenkugeln sind nicht Not. Jawohl. Und unser Reiseprotokoll. Das werden wir auch gleich schreiben. So. Tod der Kaiserin. Ein Lebewohl. Ich trauere ein zweites Mal. Wie war es? Ihr Herz... Was? Ja gut, wahrscheinlich. Wie war es? Ihr Herz stets in der Nähe zu wissen und doch nicht in der realen Welt? Es war ihre Weisheit, ihr Verständnis, ihre Stimme, ihre Liebe. Mutter, jetzt habe ich dich zum zweiten Mal verloren. Schnief, schluchz. Ich wusste, dass ihr Geist gefangen war. Ich wusste, dass sie befreit werden musste. Nur wie? Natürlich fand sie einen Weg, mir zu helfen. Ein letztes Mal. Nein, ich werde nicht weinen. Noch nicht. Nicht, bis meine Arbeit getan ist. Nun steckt ein anderer Geist im Herz. Eine andere Stimme. Delilah Copperspoon. Die Lügnerin. Die Throndiebin. Delilah. Selbstsüchtig. Hinterlistig und grausam. Der Herzog von Kanaka. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich Herzog Abel mit Freude ein Messer in die Brust gestochen, doch es hat sich eine etwas subtilere Gelegenheit ergeben, die ich ergriffen habe. Der Herzog lebt noch, doch er wurde weggeschafft, da man dachte, er wäre sein wahnsinnig gewordener Doppelgänger. Und der wirkliche Doppelgänger? Ich glaube, er wird ein viel besserer Herzog, als es der echte Abele jemals war. Das Volk wird niemals erfahren, warum sein Herrscher plötzlich weise und im Ton freundlicher wurde. Und vielleicht fragt es sich, warum Kaiserin Emily sich genauso plötzlich verändert hat. Ich bin nicht mehr dieselbe wie vor 2 Monaten. Jetzt gibt es nur noch eine Aufgabe, bevor ich ruhen kann. Corvo, mein Vater, ich komme. Ich verlasse Serkonus. Paolo wird wahrscheinlich zum Anführer in Serkonus aufsteigen. Ich muss zugeben, dass es eine unorthodoxe Entscheidung war, ihm zu helfen, aber er genießt das Vertrauen des Volkes und die Heuler sind mehr als nur eine Straßenbande. Sie haben einige Handelsrouten, sie haben eigene Handelsrouten, nicht nur einige, sondern sogar eigene, stell dir das mal vor, Entschuldigung, einen eigenen Moralkodex. Ich bin gespannt darauf zu sehen, ob sie hier etwas verbessern können. Vielleicht unterstütze ich sie sogar, wenn ich mir meinen Thron zurückgeholt habe. Zurück in Dunwall. Dunwall, mein Zuhause. Hier sind zweifelsohne schreckliche Dinge geschehen, seit ich gegangen bin. Seit ich gezwungen wurde zu gehen. Wird die Stadt zerstört sein? Werden sich die Leute aus Angst in ihren Häusern verstecken? Das wäre gar nicht mal so ungeschickt, dann können wir frei durchlaufen. Versuche ich mich zu beruhigen, indem ich mir das Schlimmste vorstelle? Was, wenn ich die Stadt in besserem Zustand als früher vorfinde, wenn Delilah bessere Arbeit als ich leistet? So. Nein, das wird wohl nicht der Fall sein. Ich kenne Delilah und mich kenne ich jetzt ebenfalls besser. Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen der Dinge, die ich hätte besser machen können, bevor das alles begann. Ja, aber du hast jetzt die Chance, aus deinen Fehlern zu lernen, Mädel. Weil ich eine Kaiserin war, für die nur wenige kämpften. Ich weiß nicht, was ich sehen werde, aber was auch immer mit meiner Stadt geschehen ist, Trauer oder Wut dürfen meinen Geist nicht vernebeln. Denn die Zerstörung Dunwalls wird nicht schwer auf Delilah lasten. Sie weiß bestimmt, dass ich komme. Sie hat aus der Ferne zugesehen, wie ich einen ihrer Verbündeten nach dem anderen aus dem Weg geräumt habe. Fühlt sie sich verletzlich? Oder war das schon die ganze Zeit über ihr Plan? Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt. Habe ich da was übersehen? Na.
So habe ich das noch gar nicht, also aus der Perspektive das noch gar nicht betrachtet. Da hat die Emily sogar voll recht. Ja. Kritzi kratzi fertig. Super. So. Dann würde ich mal vorschlagen, wenn ich noch weiß, wie es geht. Schauen wir doch einfach mal bei unsere Kräfte nach, oder? Wir haben jetzt 9 Runen, die ich noch nie eingelöst habe. Was haben wir denn da? Schattengang. Ich weiß, ich wollte da nichts mehr ausbauen eigentlich, ne? Was könnte das? Das ist alles zum Morden gedacht, ne? Ich will ja keine Fähigkeiten haben, wo ich morden kann. Was war das? Verbesserte Nachtsicht. Du erkennst Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Neben Lebewesen sind auch Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Das macht es einfacher, ein Gebiet nach Ressourcen und Missionsgegenstände abzusuchen oder Sicherheitssysteme und mechanische Gegner zu deaktivieren. Und was haben wir da? Strategische Hinweise. Die eingeschlagenen Routen deiner Gegner sowie ihre Ziele sind jetzt für dich sichtbar. Nutze diese Information, um Gegner zu umgehen oder sie in Fallen zu locken. Das ist aber nicht schlecht. Ich glaube, dann nehmen wir beides mit, oder? Das hört sich noch vernünftig an. Bitte ja. Und das nehmen wir auch bitte. Ja, wir haben jetzt noch 4 Runen. Da geht es noch was aus. Ich danke schon mal. Was haben wir hier noch? Das haben wir alles fertig. Die 2 Fähigkeiten, ich bin mir nicht so sicher. Der Mensch und Hund betört. Erzeugt ein Wesen aus dem Nichts, das 2 Menschen oder Hunde verzaubert und danach ihr Kurzzeitgedächtnis löscht. Nur Mesmerisierte können das beschworene Wesen sehen. Verbündete, die ihr gesamtes Verhalten bemerken, ihr seltsames Verhalten bemerken, gehen davon aus, dass die sich gegen in der Nähe befinden. Aber töten tun sie nicht, oder? Wirken sich immer auf das nächste Leben der Ziel aus, nutzt die Kraft, um eine Gegnergruppe zu umgehen, die nicht mitbekommt, was um sie herum geschieht. Oder setze sie im Kampf ein, um davon verzauberte Gegner anfällig für deine Angriffe zu machen. Es hört sich nicht blöd an, mir fehlen noch 2 Runen. Weißt du was, ich spare das auf? Das hört sich echt nicht so blöd an. So, ach stimmt, hoppala, die Knochenfragmente. Wäre auch nicht schlecht, mal zu schauen, ne? Vor allem, ich sollte es mal erweitern, nicht Pfullpfosten. Wenn ich beim nächsten Schwarzmarkt-Typi bin, das soll ja bei dem gehen. Möchte ich gerne mal schauen. Schwertangriff erfolgt etwas schneller. Braucht man nicht. Ich will irgendwas haben. Erhalten mehr weiße Ratten. Lol. Klettergeschwindigkeit leicht erhöht. Bolzen braucht man nicht. Greifen in etwas geringerer Nähe zu ihm. Das ist vielleicht bitteres Blut, ist nicht so schlecht. Eine Kugel verursacht etwas mehr Schaden. Na, das brauche ich nicht. Geringe Chance, dass nein. Du gewinnst leichter in Kämpfen mit verkeilten Schwertern. Aha. Du erleidest durch Explosion weniger Schaden. Oh, das wäre für mich gar nicht so dumm. Bei Trinken aus einem Brunnen regeneriert sich deine Gesundheit. Das schon mal. Weitreichen macht dich beim Bewegen unsichtbar. Geist des Leviathans, du regenerierst unter Wasser Mana. Manchmal verbrauchen übernatürliche Kräfte kein Mana. Nahrung stellt mehr Gesundheit her. Was ist da? Können wir da noch was? Springminen braucht man nicht. Leichenbestatter. Oh, ja. Raubvogel. Aha. Robust. Elixier regeneriert mehr Gesundheit. Granaten braucht man nicht. Was haben wir da noch? Gegnerische Granaten brauchen etwas länger, um zu explodieren. Mana-Regeneration ist leicht erhöht. Aha. Beim Töten von Blutfliegen, Ratten erhältst du Mana. Chance, dass Grabhunde beim Erscheinen getötet werden. Das ist aber nicht so schlecht. Beim Trinken aus dem Brunnen regnet Mana. Etwas schneller. Schwertangriffe erfolgen etwas schneller. Beschworene Doppelgänger besitzen mehr Gesundheit. Gegner schießt Projektile häufiger ins Leere. Das wäre nicht schlecht. Das Schuss eines Gegners verwandelt sich in Blutfliegen. Na toll. Du hast Gesundheit, solange dein Doppelgänger aktiv ist.
Ich glaube, das mit den Grabhunden ist vielleicht nicht so schlecht. Und unter Wasser Mana regenerieren, warte, da gibt es ja das andere, ne? Brunnen trinken haben wir schon. Warte, wo war das schnell? War das hier? Das ist das Mana etwas schneller so halt regeneriert. Das da. Ja, passt. Ich glaube, das ist okay so. Vielleicht kann ich die jetzt noch freischalten. Das wäre auch nicht schlecht. Das würde mich sogar freuen tun. So, was haben wir da noch Feines? Karte. Ich habe schon eine Karte gekriegt. Großpalast, die sollte eigentlich nicht zählen. Schon. So. Also, unser Ritual. Wieder mal, wenn es geht. Na, komm. Brumm. Ah, ja, sehr schön. Nach dem Aufstehen, Gesicht waschen. Huch. Und die Tür einschlagen. Das gehört sich so. So. Dann würde ich sagen. Ach so, ich Idiot. Entschuldigung, die sind ja da drin. Ich muss sagen, diese Aktion wurde wesentlich beachtlich, was Delilah geleistet hat. Sich bei ihrer Herkunft den Thron zu schnappen. Schau! Boah, ist das ein schönes Gemälde. Andon ist das schön. Echt schön. Sie wissen, wo Sie Delilah finden. Aber was wollen Sie mit ihr machen? Ich hoffe nur, Sie haben so etwas wie einen Plan. Könnte schwierig werden. Vielleicht lässt sie mir keine Wahl, als zu kämpfen. Und Delilah verdient, was immer sie auch bekommt. Mittlerweile misstraue ich solchen Worten wie verdienen. Wie schon gesagt, ich kenne sie von früher. Tief im Innern, schwer verwundet, doch gerissen. Und auf der Suche nach einem Ausweg. Mehr als alles andere konnte Delilah sich die Welt als besseren Ort vorstellen. Hätte man das doch nur für etwas weniger Kriminelles nutzen können. Es ist wohl zu spät, noch etwas zu bereuen. Ja, Sie haben recht. Wie auch immer, passen Sie auf sich auf. Sie bedeuten mir mittlerweile ziemlich viel. Moi. Auf Wiedersehen, Anton. Heißt das etwa, dass wir eventuell eine Alternative haben? Dass wir eventuell Delilah... Megan erwartet sie draußen an Deck. Ja. Sie wirkte so verschlossen. Oh. Noch mehr als sonst. Das ist aber nicht gut. Vielleicht hätte man, wenn ich besser gespielt hätte, weniger auf Mord und so und Totschlag, vielleicht hätte man Delilah quasi als Tante da und so. Das ist was Neues? Ich bin immer noch an Bord dieses knarrenden Dings, das Megan ein Schiff nennt. Anton Sokolov, eins der Erbauer mächtiger Schiffe, die dem bösartigen Meer trotzten und groß genug waren, um die Leviathane an Bord zu hieven, die wildzuckend ihr Blut auf den Decks verspritzten. Majestätische Schiffe, schnell, mit luxuriösen Kabinen. Geeignet für eine Kaiserin. Wo sind diese Schiffe jetzt? Sie sind viel zu wichtig, als dass sie einen alten Mann wie mich befördern. Ich wurde von meinen eigenen Schöpfungen verlassen. Aber vielleicht soll es ja so sein. War ich nicht grausam, egoistisch? Vielleicht sollte man mich vergessen, auf den Müll werfen. Vielleicht sollte ich endlich sterben. Und vielleicht werde ich das auch auf diesem letzten Abenteuer. Dann auf nach Dunmall. Mal sehen, was noch von mir übrig ist. Hey, du darfst nicht sterben, Sokolov. So, hier gibt's Runen. Nur ich gehöre noch zur Familie. Habe ich das eigentlich jemals schon gemacht? Meine Heimat. Zeit im Tower war wie in einem anderen Leben. Nun herrscht ein besserer Herzog. Auch wenn es sonst keiner weiß. Das kann uns ja wurscht sein. Na gut, Tante Delilah. Sehen wir mal, wie es meinem Palast geht. Es wäre echt schön,
wenn ich gerade so noch die Kurve gekriegt hätte. Ja, ja. Das wäre echt schön, wenn ich gerade noch so die Kurve gekriegt hätte und es gerade so vielleicht noch geschafft hätte. Achso, das ist nur das Klo, ne? Ja. Was will ich sagen? Dass ich es gerade noch geschafft hätte, die Layla zu retten. Ich will ja ihr auch nichts Böses. Ich verstehe die Gute ja. Gute und Anführungszeichen. Des Herzogs geht. Hey, da sind sie ja. Ja? Ich wollte mit ihnen reden. Später. Kann ich hier was aufmachen? Das wäre super. Da müsste ich irgendwie rein. Ich versuch's einfach mal, ne? Na, so geht's einmal nicht. Herst, sei fix. Jasmine ist endlich fort. Und nichts verschwunden. Ich habe geschworen, wiederherzukommen. Und diese Schwur nun schon zweimal für sie gebrochen. Was, einen Schwur hast du gebrochen? Entschuldige. Es tut mir leid, dass du in mir da mit dir selber da kämpfen musst. Oder so. Das gibt's ja nicht. Wir kommen da hin. Ist das etwa... Warte. Ist hier auch alles zu? Es schaut so aus, ne? Das heißt, es muss von innen, vom Schiff inneren irgendwie. Vielleicht unten irgendwie Maschinenraum oder so. Dass man da hinkommt. Voll komisch. Hier ist ja nur das hier, ne? Mehr war da ja nicht. Hä? Was? Irgendwie geht das Schiff aus dem Leim, oder? Täuscht das. Megan Fosters Kabinenschlüssel benötigt. Ich sollte lesen. Megan Fosters Kabinenschlüssel benötigt. Boah, muss ich den jetzt von ihr stehlen, oder was? Hätte sie den jetzt gehabt? Wahrscheinlich, ne? Oh, schau mal. Ein Batzen Geld. Oh, schau mal, feines Essen. Boah, ich krieg schon wieder Hunger. Aufhören, weg mit Essen. Ich probiere mal, ob man von ihr das stibitzen könnte. Das wäre jetzt echt fies. Was mache ich da? Ich habe mich verdrückt. Entschuldige, Megan. Ich habe mich verdrückt. Muss ich jetzt nochmal laden? Ich will nicht laden. Ich muss laden, glaube ich. Ich habe mich voll verdrückt. Ich wollte das nicht. Ich wollte betrunken und habe mich verdrückt. Das wollte ich ja nicht. Das war keine Absicht, echt nicht. Scheiße. Scheiße, voll verdrückt. Oh, war die arme Megan. Aber das geht sich aus. Den Schlüssel kriege ich noch. Den kriege ich noch, ich schwöre. Ich sollte weniger schwören. Haben jetzt mit Anton... Ist fertig, ne? Habe ich da die Sachen mitgenommen? Weil ich vergesse die sonst wieder. Warte ganz kurz. Ja, es tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut. So, das noch schnell. Ja, ich weiß, ich habe auch Scheiße gebaut gerade. Richtig, richtig. So, da haben wir alles, ne? Da war eh nichts mehr. Ah doch, Münzen. Hier, Entschuldigung. Die Münzen. Da war, glaube ich... Habe ich was übersehen? Ich hoffe nicht. Genau, da drüben sind die Dingens. Hier noch. Meine Heimat. Die Zeit im Tower war wie in einem anderen Leben. Jo. Nun herrscht ein besserer Herzog. Jo. Auch wenn es sonst keiner weiß. Nein. Na gut, Tante Delilah. Ja? Sehen wir mal, wie es meinem Palast geht. Passt. Da drin Knochenfragmente. Ich habe halt vorhin schauen, was los ist. So, falsche Taste beim Schleichen, Zocki. Du bist so ein Profi. Hätte ich nicht den Bruder des Herzogs getötet, was? Wäre etwas davon geschehen? Der Bruder vom Herzog? Hey, da sind sie ja. Ja. Ich wollte mit ihnen reden. Ja, nicht jetzt. Danke. Tut mir leid, Megan. Aber ich habe geschworen, nie wieder herzukommen.
doch, doch. Diesen Schwur nun schon zweimal für sie gebrochen. Ja, weil du nett bist. So, wir haben den Schlüssel. Wir machen hier gleich auf. So, tadam, zack. So, und da haben wir die Schätzelis. Einmal und zweimal und ein schönes Buch. Megan Fosters Notizbuch. Welcher Tag ist heute? Eigentlich ist es egal, was haben wir da? Von vielen Jahren habe ich gerade eine Errungenschaft bekommen auf Steam. Also nochmal, Megan Fosters Notizbuch. Welcher Tag ist heute? Eigentlich ist es egal. Ich weiß nicht, was passiert. Das weiß niemand, aber ich habe das Gefühl, dass wir bald alle tot sind. Moa, schöne Zuversicht. Alle müssen sterben, so wie meine süße Tyre. Ich spreche das falsch aus. Entschuldigung. Tyre? Ich hoffe so. Die zuckend im Dreck lag. Aber ich denke, dass der Tod nun sehr nah ist. Die Luft fühlt sich seltsam an. Der Wind weht aus Westen. Ich habe eine tote Möwe im Schaum treiben sehen. Geh nicht nach Dunwall, Billy. Das sagen mir all diese Vorzeichen. Ich könnte abhauen, ihn endlich suchen, ihn, das alte Messer selbst. Sie könnten sich ein anderes Boot mieten, sie brauchen mich nicht. Also könnte ich abhauen. Ich sollte abhauen, habe ich nicht schon genug geblutet? Warum bin ich dann noch hier? Für ein besseres Schicksal, meine Gute, für ein besseres Schicksal. Schön, zwei Knochenfragmente, einen Fächer noch, ein paar Münzen. Ja, Fisch, Fisch. Oh, natürlich. Niemand wird jemals erfahren, was es bedeutete, Emily Colvin aus ihrem trostlosen Dasein als Delilahs Marionette zu befreien. Niemand außer dem Outsider, der alles sieht, seine eigenen dunklen Gedanken hegt und nur zu wenigen Auserwählten spricht. Unsere Entscheidungen betreffen immer irgendjemanden, irgendwo. Und früher oder später, ohne dass wir es ergründen können, kommt alles auf uns zurück. Als Junge kam ich aus der Konos nach Dunwall. Ich war ein Auftragsmörder und hörte als einer der wenigen die Stimme des Outsiders. Ich habe eine Kaiserin getötet, aber ihre Tochter gerettet, die einmal das Reich regieren wird. Das waren meine Entscheidungen. Ich werde dafür einstehen. Mhm. Das war gerade der Typ hier, der Steckbrief. Und nach Billy sucht die gute Megan, ne? Das habe ich gerade hoffentlich richtig kapiert. Ja, fein. Wir haben die Knochenfragmentis. Ratten haben wir auch schön viele. Wunderprächtig. So, jetzt wäre es echt mal gut, beim Schwarzhändler da, wenn es noch möglich ist, so ein Upgrade zu kaufen für unsere Knochenfragmentplätze. Ich frage mich, was Delilah wohl denkt. Sie weiß bestimmt, dass es in Kanaka jetzt anders läuft. Ja, das weiß sie 100%. Ich will nur schauen, ob ich noch was übersehen habe. Ich übersehe immer was. Unter anderem auch einen gewissen Schwarzmarkt-Typ. Hätte mir hier vor 5 Jahren jemand gesagt, ich wäre mal froh, nicht allein zu sein, hätte ich ihn ausgelacht. Oh. Hi, Megan. Megan. So nennen mich die Leute schon seit langem. Aber das ist eine Lüge. Mein Name ist Billy Lurk. Jeder hat seine Geheimnisse. Warum glaube ich, dass da noch mehr kommt? Ja. Ich kann es kaum glauben. Aber sie haben die Wahrheit verdient. Ich sag's einfach. Vor 15 Jahren war ich bei einer Söldnerbande. Wir wurden fürs Morden bezahlt. Manche haben's verdient, manche nicht. Der Boss hat mich aus den Slums von Dunwall geholt. Ich hatte nichts und war am Ende. Das ist schwer für mich. Was auch immer, spucken Sie es aus. Unser Anführer war der Attentäter Dowd. Und ich war Teil des Teams. Unser letzter Job zusammen. Wir hatten den Auftrag... Sie halfen Dowd, meine Mutter zu töten? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich wünsche mir seit langem, diesen Tag ungeschehen zu machen, aber es geht nicht. Du hast dich seit damals geändert. Sie sind ein Monster! Na, was soll man machen? Es kommt, unser Mamilein kommt nicht zurück, auch wenn wir sie noch so hassen. Und damals, wenn man solche Sachen macht, machen muss, sie hatte nichts, sie musste auch um ihr Überleben kämpfen. Freilich ist es gerade eine schlimme Geschichte, mich trifft auch gleich fast der Schlag, ehrlich gesagt, aber sie hat uns so viele Male geholfen. Hass erzeugt nur noch mehr Hass. Weise Worte, deshalb... Ich kann ihnen ihre Taten nicht verzeihen. Aber Leiden kann die Leute verändern. Sie sind heute eine andere Frau als damals. Ja, wir alle haben gelitten. Aber nicht alle taten, was ich tat. Oder wurden, was Delilah wurde. Sie werden das nie verarbeiten. Aber ich auch nicht. Hoffentlich nicht. Auf Wiedersehen, Billy. Ich nehme das Beiboot und mache allein weiter. Ich hoffe, das war richtig. Keine Ahnung. Fahre mit dem Beiboot nach so und so. Zuerst aber schauen wir mal, ob es nicht noch irgendwie eine Nebenquest gibt. Missionshinweise. Beiboot Besprechung mit Megan Foster, Billy. Jetzt haben wir Billy gefunden, so schnell kann es gehen. Super, Ziele. Ja, fahre mit dem Beiboot nach Dunwall. Aber das werden wir erst im nächsten Part tun, denn ich habe wieder Überlänge. Und zwar ein bisschen, es tut mir sehr, sehr leid. Aber wie gesagt, dafür können wir im nächsten Part schön super mit Dunwall beginnen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Da hinten wird eine Party gefeiert. Wünsche euch einen... Wow, ist das ein Wal? Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Ist das ein Wal? Ich mag Wale. Wale sind so schöne Tiere und so lieb. Ich glaube, das ist ein Wal. Hallo, Wal. Boah, cool. Entschuldigung, das musste noch sein. Ist das cool? So, wo war ich? Ach ja, stimmt, ich wollte euch einen schönen Tag und einen schönen Abend wünschen. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielleicht sehen wir dann auch noch einen Wal. Tschüssi.